So, hi Leute. Wieder ein kleines Programm in Lua. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie eine Simulation funktioniert und wie man sowas macht und wie man Mathematik anpackt, die man am Gymnasium zum Beispiel nicht macht und auch an der Uni wahrscheinlich irgendwie nie erleben wird. Und das ist aber alles gar nicht so schwer. Und der Physikunterricht bis zum Abitur ist nur gelogen. Alles ist gelogen. Ihr könnt es dann mit dem Computer richtig machen. Und das zeige ich euch, wie es geht. Das allererste Mal, wenn ihr Game of Thrones, die 8. Staffel, noch nicht gesehen habt, sagen wir mal ab der 3. Folge. Hier kommt Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn ihr Game of Thrones noch nicht gesehen habt, ihr wollt das noch sehen wollen, sehen, dann schaltet jetzt ab, guckt euch das später an, guckt euch die 8. Staffel an und alles ist gut. So, ansonsten, ich habe gewarnt, jetzt geht's los. Denn die Simulation, die ich geschrieben habe, simuliert das Schießen mit Projektilwaffen. Und das heißt echte ballistische Kurven. Und ich habe das einfach mal durch, ich lasse das einfach mal durchlaufen und ich bin auf die Idee gekommen, wegen der Sache mit den Scorpions, die auf diese Drachen schießen. Und das habe ich mir irgendwie einfach mal vorgenommen. Und wie ihr seht, habe ich mehrere Kurven genommen. Ich erkläre es gleich, welche das sind. Die grüne hier oben, das ist die Drachenkurve. Und wie komme ich darauf, auf die Daten? Naja, das ist, nennt sich irgendwie eigentlich, es gibt ein Nuklearwissenschaftler, der hieß Fermi, und es gibt eine Fermi-Methode. Da könnt ihr mal nachgucken bei Wikipedia. Ich linke das nachher auch unten in den Descriptions. Und sowieso die Links, alles, was ich erzähle, das kommt dort nochmal in die Links rein. Und diese Fermi-Methode sagt, dass man irgendwie, wenn man nur einfach ein paar Sachen rät, sozusagen educated guesses macht, dann kann man eine ganze Menge rausbekommen, wie das funktioniert. So, wir haben von dem Film Folgendes. Wenn auf Danny geschossen wird, während sie auf Drogon sitzt, sind die vom Schießen bis zum Einschlagen der Pfeile bei oder bis sie diesen Bolzen ausweicht, 5 Sekunden vergehen. Das ist einer der Werte, die wir haben. Wir haben ungefähr 29 Sekunden, dass Danny einen Angriff startet, nachdem Rhaegal abgeschossen ist. Die Drachen fliegen mit mindestens 50 Stundenkilometer, das kann man auch sehen über dem Red Keep. Das heißt, in diesen 5 Sekunden macht sie ungefähr 400 Meter Distanz weg. Das kann man einfach ausrechnen. Die Bolzen, die da geschossen werden, die haben ein Mindestgewicht von 15 Kilogramm. Und eine ziemlich lausige CW, einen ziemlich lausigen Luftwiderstandsbeiwert. Wir rechnen natürlich irgendwie mit Luftwiderständen und allem drum und dran. Und das Beste, was möglich ist, wäre 0,82. Aber ich denke, es ist mehr so bei 1,5, weil da vorne eben diese großen Spitzen dran sind und die sind absolut miserabel für Luftwiderstand. So. Regal, nehme ich an, wird auf dem Topf, auf der Topf, auf dem Toppunkt des ballistischen Fluges dieser Scorpions getroffen. Und weil ich die Scorpions so klein dimensionieren will, wie irgendwie möglich, so dass es noch halbwegs glaubhaft ist, was da stattfindet. Das ist natürlich alles nicht glaubhaft, aber ich mache das einfach mal so. So, also die kleinstmögliche Sache, die dort stattgefunden hat. Weil irgendwie, ich hab mich darüber geärgert, dass die immer wieder die Physik dermaßen versaut haben. So, dann haben wir irgendwie die Bolzen. Ich habe natürlich nicht genau gesehen, wie groß sie sind. Die sind irgendwie zwischen 7 und 10 cm im Durchmesser. Das kann man sehen. Ich gehe von 7 aus. Wie gesagt, ich versuche immer nach möglichst kleinen Werten zu rechnen, damit ich möglichst wenig Energie reinbringen muss in diese Sachen. So, die sind mindestens 3 Meter lang. Und mit der Holzmasse von 870 Kilogramm pro Kubikmeter sind das ungefähr 10, mindestens 10 Kilogramm für den Bolzen und mindestens 5 Kilogramm für den Kopf vorne dran. Das muss auch sein, ansonsten würde er nicht stabil fliegen, weil hinten das Holz muss leichter sein als der Kopf, denn da ist nämlich keine große Federung dran gewesen. Oder war Federung dran, aber die würde nie und nimmer so klein wie sie ist, würde sie nicht wirken. So. Außerdem wissen wir, dass wenn die Flotte angegriffen wird, dass die Bolzen einschlagen in einem sehr flachen Winkel, maximal 10 Grad, sage ich.
Und während sie anfliegen, kann man sie fliegen sehen. Sie fliegen nicht höher als ungefähr 50 Meter über dem Wasser. Okay, das sind die Sachen, die wir haben. Dann habe ich gesagt, dann habe ich praktisch die Bolzenmasse ausgerechnet bei 7 cm Durchmesser, 3 Meter Länge und das kommt ziemlich genau bei 15 Kilogramm hin. Mit den 5 Kilogramm obendrauf für das Geschoss, für die Geschossspitze. Dann haben wir Menschen, die diese Sache spannen müssen. Und zwar irgendwie kann man ebenfalls wissen, dass der zweite Schuss, der auf Danny abgeschossen wird, folgt nach 29, also nach 30 Sekunden, sage ich mal. Ich bin mal nett. Und das heißt, die Reload-Zeit von diesen Scorpions sind 30 Sekunden, weil da so viele Bolzen auch fliegen, dass das auf jeden Fall in 30 Sekunden gespannt werden muss. Dabei ist das Spannen eines Menschen mit 700 Watt, das kann man sich hier angucken auf diesem YouTube-Kanal. Da wird das gemacht, da ist ein Mann, der irgendwie sieht aus wie ein Monster und der heizt einen Toaster mit 700 Watt auf. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Mannschaft da unten mit maximal 600 Watt diese Ballista spannen kann. Denn also die Frage ist ja, sind das vielleicht irgendwelche magischen Materialien, die irgendwie besser sind als alle Materialien, die wir haben oder sowas? Das lasse ich einfach mal weg. Ich sage einfach mal, der Mensch ist das Maß an dieser Stelle und wir wissen, dass die Menschen nicht so viel toller sind als wir. So, dann kann man das irgendwie ausrechnen. Hier nochmal die Kurve. Man kann ausrechnen, dass es mit mindestens 175 Meter pro Sekunde abgeschossen wird. Wenn hier oben Regal getroffen wird, wird er getroffen. Danny fliegt los. 1, 2, 3, 4. Schafft es, 400 Meter zurückzuliegen. Und in diesen 29 Sekunden, dann kommt schon der nächste Schuss. Die sind 5 Sekunden unterwegs. 175 Meter, 175 Meter pro Sekunde mal 5 Sekunden wären 875 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja, weil das irgendwie ein bisschen schräg ist, ist das ein bisschen länger. Also, es kommt ungefähr hin. So, also. Wir haben einen Hüftschuss hier, ne? So, wenn Regal hier oben wirklich getroffen wird, dann schafft sie es bis dahin. So, wenn sie noch weiterkommen wollte, hier ist ja ungefähr der höchste Punkt, 1, 2, 3, 4, fliegt sie nochmal bis zum nächsten Nachladen, 1, 2, 3, 4, merkt, dass sie es nicht schafft, vor dem nächsten Nachladen in Schussreichweite zu kommen mit dem Drachen und würde eine volle Ladung abkriegen und dreht hier ungefähr frustriert ab. Weil sie dann nicht näher rankommt. Wenn sie noch näher ran ist, dann würde sie auf jeden Fall abgeschossen werden. Das sieht sie. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass Danny irgendwie intelligent ist. So, ganz klarer Fall. Sie dreht hier ab und weicht damit irgendwie noch gerade, irgendwie, weil sie dann ausweicht. Und die Dinger sind dann 1, 2, 3 Sekunden zu ihr unterwegs ungefähr bei diesem zweiten Schuss. Nee, 5 Sekunden waren nicht, 4 bis 5 Sekunden waren sie unterwegs und da ist dann so ein Drache nicht so gut zu treffen. Das heißt, es reicht, um auszuweichen. Gut, wir haben also einen Abschusswinkel. Der optimale Abschusswinkel ist 41, also 42 Grad von hier, wenn geschossen wird. Und dass die Geschwindigkeit am Anfang ist 175, am Ende, wenn das Ding einschlägt, also hier hinten, ach, genau, ist das Ding 121 Meter pro Sekunde. Das heißt, er lässt dann nach. Man sieht hier auch, dass die Kurve langsam abflaut. Und der Einschlagwinkel ist nicht mehr 41 Grad, sondern der wird etwas steiler gegen Schluss, schlägt mit 52 Grad etwa ein. Bei 2070 Meter, das habe ich hier mit X gemacht, Y ist natürlich 0, weil er dann über 0 einschlägt. Die maximale Höhe ist bei 550 Meter, das sieht man dann hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ach nee, das ist die blaue Linie, ist das. Die blaue Linie. Nein, das muss sie. Das hier ist sie. 550, achso ja, 550, 50. 1, 2, 3, 4, 5 und 50, das ist die grüne Linie. So, hier oben diese graue Linie, die da über ist, das ist übrigens eine Linie, die passieren würde, wenn man mit 150 Meter pro Sekunde ohne Luftwiderstand einfach nur die ballistische Kurve macht. Das ist das, was ihr in der Schule lernt und das ist natürlich falsch. Die ballistische Kurve mit Luftwiderstand ist eine Differentialgleichung, die kann man mit der Schulmathematik nicht mehr richtig gut lösen, die wird numerisch gelöst und auch an der Uni würdet ihr das nicht mehr als Formel lösen. Die Formellösung dafür ist Wahnsinn. Ich glaube, sie ist auch noch nicht mal mehr lösbar, diese Gleichung, weil dort verschiedene
Der Luftwiderstand geht quadratisch ein und dann wird das sehr, sehr komplex und ich glaube unlösbar. So, ich habe Delta T, das heißt, ich habe alle Millisekunden habe ich praktisch die nächste Position. Ich habe das in kleinen Millisekundenschritten durchgerechnet. Das Ding insgesamt 21 Sekunden fliegt, habe ich also 21.000 Rechnungsschritte dafür gemacht. Ich habe das nachgerechnet, ob das Ding auch präzis ist mit dieser Vergleichskurve und der war auf unter einen, also auf einen Zentimeter oder so genau mit der Vergleichskurve. Das heißt, diese Zeitabschnitte von einer Millisekunde sind vollkommen ausreichend für unsere Zwecke. Die Energie beim Abschuss ist 230 Kilojoule. Da sind wir ungefähr auf dem Niveau von einer 5 mm Pack aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, die sind doppelt so stark als als so eine Pack. Allerdings die Pack, wenn sie, es gibt so eine Pack, die kann Granaten verschießen. Und die Granaten sind nicht so schnell, sind ein bisschen langsamer, aber da haben sie eine ungefähre ähnliche Masse. Und damit lässt sich das vergleichen. Also ist das eher eine Zweitweltkriegswaffe. Und ich glaube, dass der Rückschlag an dieser Stelle, der Rückschlag ist dermaßen krass. Der liegt nämlich hier bei 2.632 Newtonsekunden. Das ist das, was dort irgendwie in der Beschleunigungsphase passiert. Da das Ding irgendwie innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde dort rausgeht, das heißt, das sind 263 Kilopond sozusagen, also Kilogramm als Gewicht, wenn das eine Sekunde dort bleiben würde, aber es bleibt nicht in einer Sekunde, sondern es geht ja sehr viel schneller raus da unten aus dieser 3 Meter Beschleunigungsphase und die Kraft auf das Schiff wäre dann bei mehreren Tonnen und wahrscheinlich würde das Holzschiff an dieser Stelle einfach zerfetzen. Davon kann man stark ausgehen. Aber das ist nicht das einzige Problem, das wir haben. Während das oben auf der Spitze Regal trifft, Regal hieß er nochmal, ne? Genau, hat das Ding noch 71 Kilojoule und einen Impuls von 1400. Wie man sieht, der Impuls, Kilogramm Meter pro Sekunde, habe ich jetzt hier falsch geschrieben, Kilogramm Meter pro Sekunde heißt das natürlich, also oder Newtonsekunden. Der Impuls nimmt natürlich wieder zu, weil das Ding dann runterfällt, klar. Und jetzt kann man ausrechnen, dass man mindestens 14 Mann braucht, die wie die Blöden ackern, wie die Tiere ackern, um das Ding innerhalb von 30 Sekunden zu spannen. Das geht nicht anders. Und da die Mechanik an dieser Stelle wahrscheinlich bei weitem nicht so gut ist, wie die Mechanik, die wir heute haben, müssen wir diese Zahl wahrscheinlich eher verdoppeln. Aber ich habe zwei Leute angenommen, also es sind 12 Leute, die ackern und zwei, den Bolzen einlegen und dann haben wir natürlich die vier Leute, die die Skorpion halten und zum Zielen da sind und den einen, der den Auslöser bedient. So, dann kommen wir zur Flotte. Ich habe ich eine Optimierungsroutine laufen lassen, die praktisch den Einschlagwinkel optimiert auf unter 10 Grad. Weil das irgendwie praktisch unsere Annahme war. Und da stellen wir dann fest, dass das Ding auf 828 Meter, das heißt, das ist diese flache Kurve hier unten, der fliegt also praktisch auf 828 Meter, also hier ungefähr. Man kann das sehen. Ich kann es auch gleich nochmal vergrößern. Und schlägt dann ein und hat 5,3 Sekunden Flugzeit. Das ist auch ungefähr das, was man im Film dann sieht. Und schlägt dort ein mit einer brutalen, brachialen 21, 79 Newtonsekunden. Das reicht irgendwie auf jeden Fall, um solche Effekte wie diese splitternden Schiffe zu machen. Das würde ausreichen dafür und das wäre dann schon ganz gut. Die Simulation, also die Berechnung hier, lief jetzt 1,3 Sekunden. Im Leerlauf ohne Aufzeichnung würde sie etwa eine Sekunde brauchen. Das heißt, der hat wohl irgendwie. Nee, eigentlich. Nee, dann habe ich auch was gemacht. Keine Ahnung, warum er länger gebraucht hat als sonst. So. Was habe ich ansonsten gemacht? Ich zeig mal ein bisschen, was ich irgendwie ansonsten für Werte habe. Ich schiebe mal die Karte wieder beiseite. Ich habe natürlich das ganze Ding vorher getestet. Habe ich die Werte, so wie man es in der Schule in Physik macht, mit der.
mit der Parabelgleichung ohne Luftwiderstand das berechnet, wie groß das eigentlich sein müsste. Da kam eben diese 2000 und 2200. Was? Bitte nicht gezeichnet? Ne, hier, da ist er genau. Da ist der Schuss auf. Keine Ahnung, bin ich gezeichnet? Doch, das ist dieses Ding, das hier gezeichnet wurde. Das hier, genau, 2294. Das ist der Schuss, der hier runterkommt, genau. So, das ist die Parabelgleichung, das ist irgendwie Schulmathematik und dann geht alles andere los. Dann wollen wir mal gucken, wie das sozusagen, was ansonsten geht. Es gibt irgendwie praktisch mehrere Rekordhalter, irgendwie zum Beispiel diesen Bruce Odi, der hat praktisch mit einem normalen Bogen 300. Jetzt machen wir mal eine kleine Vergrößerung hier, damit wir praktisch in diesen Bereich reinkommen. So, wir vergrößern das einfach mal um Faktor 2. Ich habe da nämlich einen Vergrößerungsfaktor drin und dann sieht man praktisch diesen Teil, der jetzt hier irgendwo relativ, na, das war vielleicht zu groß. Faktor 2 ist, glaube ich, zu groß. Ja, ist zu groß. Wir brauchen, ich glaube, der längste hier jetzt, ja, müssen wir mal Faktor 1,7 nehmen wir mal. 1,7. Ne, wo noch mehr? 1,8, 1,6, 1,6. Gucken wir mal. 1,5. Okay. Könnte ich jetzt auch ausrechnen, wie das wäre? 1,3. So, da müssen wir dann irgendwo hinkommen. Jo. So. Hier haben wir sozusagen die ein bisschen reingezoomt hier in diese Geschichte, damit man ein bisschen besser sieht, was los ist. Aber es gibt eben praktisch so ein paar, ich scroll wieder nach oben. Es gibt praktisch irgendwie so ein paar Weltrekorde, irgendwie den ersten Rekord, der mit einem Bogen geschossen wurde, mit 984 Meter. Das ist dieser Schuss, der gemacht wurde. Den habe ich genau nachvollzogen. Da habe ich praktisch genau diese Sachen eingetragen, die er dort verwendet hat, weil sie waren alle angegeben. Dann gab es den Don Brown, der hat ebenfalls der hat irgendwie praktisch 1220 Meter geschossen. Also daran kann man sehen, dass. Yeah. Sehen wieder stoppen. 1,3, 1,2. Ich brauche, glaube ich, die 1200, ne? 1000, 1, ist das mehr? 1,1. Nach oben wird mehr, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht. 1,8. Wird meine Vergrößerung größer? Ich glaube ja. Meine Vergrößerung wird größer. Also muss ich runter. Also 0,8. 0,8, 0,9, 1. So. Ja, genau. Da haben wir schön. Da haben wir unsere Rekord, Werte. So. So. Den haben wir den Don Brown-Wert von 1200. Dann haben wir praktisch einen ähnlichen, der mit dem Rykov-Bogen, dann hat er mit dem Compound-Bogen der Kevin Strother geschossen. Das ist der zweite, der ist knapp darunter. Hier sieht man immer die Geschwindigkeiten. 141, 140 Meter pro Sekunde ist so ziemlich das Maximum, was heute sehr gute Bögen schaffen. Und am Schluss sind sie dann eben halt auch entsprechend langsamer, deutlich langsamer, nur noch 90 Meter pro Sekunde, weil sie eben praktisch durch den Luftwiderstand so viel nachlassen. Es gibt aber jemanden, der so einen Fußbogen gebaut hat, der irgendwie ein enormes Zuggewicht hatte. Und der hat es tatsächlich geschafft, mit fast 200 Meter pro Sekunde zu schießen. Und der hat einen Rekord mit 1854 Metern aufgestellt. Das ist also hier einer von den 1000. 800, ja, das ist einer von, das ist dieses Ding hier, das ist dieses absolute Wahnsinnsteil, das abgegangen ist. Das heißt, es ist möglich, solche Bögen zu bauen. Es ist absolut möglich, mit bis zu 200 Meter pro Sekunde zu schießen. Das ist mit heutiger Technologie drin und ich nehme an, das war ein Compound-Bogen, den er dafür genommen hat, der solche Geschwindigkeiten hat. Das war alles optimiert, also das ist möglich. Und der hat enorme Kraft dort reingesteckt, damit das geht.
Und deswegen, wenn man da solche enorme Kraft reinsteckt, dann geht das theoretisch auch mit der Armbrust. Das heißt, ich bin nicht völlig unrealistisch, auch wenn es praktisch nichts gibt heutzutage, das irgendwie dorthin kommt, auch nur annähernd, also was gekauft werden kann. So, dann gab es ein paar Friedis, die haben irgendwie damit habe ich eigentlich angefangen mit meiner Simulation, die haben praktisch mit dem Crossbow, also praktisch mit einer Armbrust in die Luft geschossen, und diese Armbrust war ziemlich genau definiert, weil sie hatten diese Armbrust angegeben, das war eine käufliche, und da konnte ich ziemlich genau sagen, was los ist, und der hatte eine Flugzeit von ungefähr 90 Sekunden, er ist gerade nach oben geflogen, das ist dieser Schuss hier, und ist gerade wieder runtergekommen, und daran konnte ich sehr, sehr schön ausrechnen, dass meine Simulation funktioniert. Man braucht immer Referenzwerte. Wegen dieser Referenzwerte habe ich eben, mit diesen Referenzwerten habe ich da überprüft, dass meine Mathematik auch korrekt ist. Und da gibt es eben viele, viele YouTube-Videos, die ich dafür angeguckt habe, um an Daten ranzukommen, die ich hier einfließen lassen kann. Und da ist zum Beispiel der Jörg Sprave ist auch einer von den Leuten, die ich dort versucht habe. Das ist hier zum Beispiel eine Seite von Jörg Sprave. Das ist eine Seite von Jörg Sprave. Der hat auch irgendwie schön immer gemessen und genau gesagt, welche Geschwindigkeiten seine Geschosse haben. Zum Beispiel eine relativ leichte schießende Zwille würde mit einer 10 mm Stahlkugel nach dieser Rechnung 253 Meter schießen. Das ist praktisch hier. Das ist dieser Schuss. 253 Meter. Und so habe ich praktisch schon wie sämtliche Werte für, ich kann das nochmal hier zeigen, für einen mittelalterlichen also für eine mittelalterliche Jagdarmbrust sind 171 Meter, für eine Kriegsarmbrust, also für eine, nee, ist eine leichte Armbrust, glaube ich, hier ist eine leichte Armbrust, das ist eine mittlere Armbrust, das ist eine schwere Armbrust, die mit einer Winde ist, die schafft 217 Meter, ein mittelalterlicher Langbogen wird hier mit 171 Metern gemacht, der hat aber auch nur 95 Pfund, es gibt auch noch schwerere, die kommen dann noch ein bisschen weiter, aber bei 220 Metern oder so ist dann meistens Totalschluss, das heißt, da kommt man dann mit der Armbrust gut hin, mit dem Bogen muss man sich schon sehr anstrengen dafür. Ein Compound-Bogen schafft das locker, moderner, mit viel weniger, also mit nur 75 Pfund. Das habe ich doch nochmal schön in Newton umgerechnet. Also ich habe hier irgendwie alles in metrischen Werten natürlich berechnet, ganz klar. Und ein Compound-Crossbow, also praktisch eine Armbrust, eine Compound-Armbrust mit 175 Pfund, das ist schon relativ nice, das Teil. Der kommt irgendwie auf 100 Meter pro Sekunde, hat ein relativ schweren Bolzen und fliegt damit irgendwie ziemlich weit. Wie man sieht, kommen diese modernen Armbrüste gut über 600 Meter. Das sind Sachen, die man sich im Mittelalter nicht hätte träumen lassen, diese Entfernung. So, und damit haben wir irgendwie eigentlich schon mal den Teil hinter uns gebracht, was das Ding macht. Und jetzt wie ist das gemacht worden? Gehen wir da mal kurz rein. Ich habe die EMLib Required reingeholt, damit ich die PNG-Grafiken herstellen kann, also dass ich das irgendwie schön rausholen kann. Farben. Ich arbeite mit einer Coroutine, das hat seine Gründe. Ich habe hier ein paar Definitionen, das ist nicht so wichtig. Hier ist das Gridzeichen, das lasse ich mal weg. Wenn das interessiert, der kann sich das nochmal angucken. Ich lasse es einen Augenblick stehen, dann kann man sich das angucken in Ruhe. Dann habe ich hier den eigentlichen Plotter. Das ist der Plotter, so wie man das in der Schulmathematik macht, hier zwei, na, also die Zeit ist 2 mal V durch G, mit G irgendwie klar angegeben mit dem genauen Wert, also der ist eigentlich viel zu genau für unsere Zwecke, hätte 9,81 vollkommen gereicht, aber warum soll ich ungenauer arbeiten, wenn es nicht sein muss? Hier ist praktisch die ganze Schulmathematik, das, was wir im Abitur macht, das ist alles relativ einfach. Und dann geht es, hier zeichne ich dann praktisch die hier gebe ich aus, wie die Werte sind. Das ist der erste Wert, der oben ausgegeben ist. So, hier kommt der Luftwiderstand. Das ist natürlich durch die Geschwindigkeit, dem Querschnitt, dem
Widerstandsbeiwert, also ein CW-Wert, und der Luftdichte. Die Luftdichte habe ich angenommen mit 20, eine trockene Luft bei 20 Grad. Da gibt es irgendwie einen Festwert, der irgendwie so angenommen ist. Und die Formel ist relativ einfach. Luftdichte mal CW-Wert mal Fläche mal der Geschwindigkeit zum Quadrat durch 2, das ist die Kraft. Das ist der Luftwiderstand als Kraft. Und das wird dann praktisch immer in Millisekundenschritten einfach immer aufaddiert, aufaddiert, aufaddiert. Kommen wir gleich zu. Hier haben wir die CalcSim. Die CalcSim ist praktisch das der eigentliche Simulator. Das habe ich als, den lassen wir erstmal kurz einen Augenblick weg, weil ich habe das Ding als Coroutine gemacht, dass der nämlich schön aufgerufen wird. Und dann läuft er hier zum Beispiel schön durch, wenn ich eine Simulation laufen lasse. Wie hier zum Beispiel sage ich irgendwie für Return-Wert, also das wäre dann der X-Wert, in CalcSim für den Shot. Den Shot habe ich dann unten definiert, wie ein Schuss aussieht. Das ist eine kleine Tabelle. Der Abschusswinkel, das ist der Abschusswinkel I, und DT ist praktisch diese eine Millisekunde. Und da läuft er so lange durch, bis zum Ende, und gibt mir dann praktisch ein X zurück. Und dann stelle ich irgendwie so, kann ich ausrechnen, wo ist die maximale, wo ist der maximale Wert zum Schießen. Das habe ich dann hier drin. Ne? Das heißt, ich hole hier den Wert raus. Wenn das Ding maximal ist, dann merkt er sich das. Ansonsten guckt er, wenn er größer ist als der bisherige Maximal, dann ersetzt er ihn. Ansonsten guckt er nach, ob die Simulation schon durchgelaufen ist. Wenn ja, bricht er ab. Ansonsten irgendwie nächster Schritt. Und hier gehe ich ein bisschen hin und her. Das ist ein bisschen kompliziert gewesen. An der Stelle habe ich ein bisschen denken müssen. Das geht nicht ohne Denken, dieser Kram, weil das ist, wenn man es einfach nur in Mikrometerschritten oder sowas durchrechnet, dann dauert dieses ganze Ding ewig. Wie ihr seht, habe ich irgendwie etliche Berechnungen einfach durchlaufen lassen. Das ging relativ fix, und ich habe noch nicht mal mit Parallelisierung gearbeitet. So, hier plotte ich, das ist genau dasselbe. Ich rufe hier praktisch diesen CalcSim auf. Deswegen habe ich das praktisch so als Generator, also praktisch als Coroutine gemacht, damit ich das Ding einfach aufrufen kann. Immer wieder einen Schuss, einen Alpha-Winkel, also einen Winkel, und die Zeiten, also praktisch die Feinde der Schritte. Und das Ding gibt irgendwie grundsätzlich, dieser CalcSim gibt zurück die X, die Y-Position zu jedem Schritt, also zu jeder Millisekunde, die Geschwindigkeit von X und die Geschwindigkeit Y, also in der Höhe. Also die X ist die Längsgeschwindigkeit und die Hochgeschwindigkeit ist Y. Und dann merke ich mir das, und dann kann ich auf alles Mögliche optimieren, und das habe ich dann eben hier gemacht, beziehungsweise alles Mögliche gezeichnet. Hier zeichne ich dann die Pixel, hier nehme ich diese Scale, also die Vergrößerung, das haben wir eben schon gesehen, und dann wird der ganze Kram berechnet. Das sind Kleinigkeiten, über die kümmern wir uns gerade nicht. Dann wird der ganze Kram ausgegeben, wird irgendwie schön ausgegeben hier. Das ist zum Beispiel die Geschwindigkeit, das ist der Vektor, ne? Also a² plus b², also Wurzel aus a² plus b², also das y, also die Geschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit. Und dann haben wir den Arkustangens aus diesen Werten, das ist dann der Einschlagwinkel und so weiter und so fort. Das geht alles immer sehr schön. Hier unten haben wir nochmal die Energie, die Energiegleichung. Die Energie ist natürlich 1/2 V² mal 1/2 MV², also ne, 1/2 V² M habe ich das hier gemacht. Und hier sieht man immer schön, dass ich das eben aus Shot raushole. Das ist dieser eine Wert, den ich hier oben rüberhole. Und diese Shot-Sachen, die habe ich hier unten alle draufgeschrieben. Da habe ich die Shots drin. Die gehe ich einfach alle durch. Und da steht dann immer schön drin, Name, Geschwindigkeit, Masse, Durchmesser in Millimetern ist das hier. Das muss ich in Meter umrechnen natürlich jedes Mal. Und den Widerstandsbeiwert, der dann bei der Game of Thrones Geschichte, hier sind wir unten, dann hier eingegeben ist mit 1,5, wie ich das auch irgendwie geschrieben hatte, dass das eher schlecht ist, und da habe ich praktisch den Rest gemacht. Hier kann man nochmal sehen, was ich alles gemacht habe dafür, und hier unten sind dann noch ein paar weitere Werte, die ich noch nicht mit drin habe. Ich lasse ihn einen Augenblick stehen, falls es irgendjemand interessiert. Gut, so. Und das war jetzt eigentlich schon alles. Jetzt wollen wir uns noch mal kurz angucken, wie die eigentliche Simulation abläuft. Die läuft eben anders, als man das gewohnt ist. Wie viele Minuten haben wir? Wir haben, oh Gott, wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde. Verdammt, ich rede wie ein Wasserfall.
hier ist die eigentliche Simulation. Kommt eben Schott rein und da sind eben praktisch da ist die Masse, da ist der Durchmesser oder Default-Werte, die ich hier reinnehme. Der Durchmesser wird Diameter dann hier auf Meter umgerechnet und als Radius, also durch 2 durch 1000, macht also durch 2000 Quadrat mal Pi, also R Quadrat mal Pi ist die Fläche, ist klar. Der Widerstandsbeiwert wird rübergeholt oder ich nehme für einen langen Zylinder die 0,82, wenn sie nicht angegeben ist. Hier wird irgendwie praktisch mit Radiant und Grad muss ich dann entsprechend umrechnen. Der will hier natürlich immer Radiant haben, also muss ich irgendwie immer schön umrechnen. Hier ist praktisch mein Delta T. Und letztendlich läuft das Ganze so, dass ich, wenn ich in der Routine drin bin, er jedes Mal sagt, ich nehme die Geschwindigkeit Y. Die Geschwindigkeit Y mal R, das ist mal R, R ist 1, das heißt, das ist nur irgendwie, da kann ich irgendwie so ein, da, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, keine Ahnung. Jedenfalls, da rechne ich jedes Mal drauf Y minus G mal D Delta T, das heißt, da kommt die Beschleunigung, Beschleunigung mal die Geschwindigkeit Y ist die Beschleunigung mal Zeit. Das ist zu sagen, das, was die Geschwindigkeit abnimmt von Y. Das heißt, das hier ist die Gravitation, die auf Y zieht. Dann wird Y geupdatet mit dem neuen VY mal der Delta T, also mal meiner Millisekunde. Und irgendwie wird dann immer schön aufaddiert, wenn Y kleiner gleich 0 ist. Das heißt, wenn das auf dem Boden aufschlägt, dann ist die Simulation zu Ende. Mit x ist das relativ einfach. X ist immer x, das heißt hier, da wird ja keine Veränderung gemacht, das ist ja linear einfach immer weiter. X wird einfach plus Vx mal Delta T. Ist auch relativ einfach. Also hier kann man sehen, hier ist die eigentliche Grundroutine, ist super, super einfach und da braucht man nur Oberstufen oder ja, braucht man eigentlich nur normale Physik bis Abitur oder sowas zu haben. Hier haben wir Alpha R ist, wenn VY ungleich 0 ist, also hier muss ich irgendwie aufpassen, weil ich A cos Tangens nehme, wenn ich durch Y teile und das ist 0, dann darf ich natürlich nicht durch Y teilen, dann nimmt der Radiant von, ah, da ist. Genau, Radiant von 90 Grad. Genau, das ist richtig. Also dann sagt er irgendwie, ja, das ist dann irgendwie halt, wenn das 0 ist, dann geht das gerade. So, dann haben wir hier, ich hoffe, dass ich da nicht minus 90 hätte machen müssen. Na, ich eigentlich ja, aber egal. Macht nichts. Hier haben wir praktisch die V-Gesamt, das heißt, ich berechne hier praktisch wieder die Gesamtgeschwindigkeit aus, ne? A Pythagoras, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Damit ich die Geschwindigkeit abziehe, also praktisch die Geschwindigkeit habe und die Kraft, die Luftwiderstandskraft mal Durchmasse mal Delta T, also mal Zeit, davon abziehen kann. Das heißt, da wird irgendwie praktisch die Geschwindigkeit minus Kraft durch, also ne, Beschleunigung ist Kraft, F ist gleich m mal a. Das ist die Gleichung F ist gleich m mal a. Das heißt, hier habe ich praktisch die Beschleunigung drin. Und das ganze Ding ja, durch V gesamt, damit haben wir es. Und hier gebe ich praktisch die Werte raus mit Yield. X, Y, Vx und Vy, das ist das, was wir nachher bedienen. Das war es auch schon. So, damit bin ich durch. So, das ist die ganze Routine. Relativ straightforward. Vielleicht seid ihr jetzt da noch nicht angekommen, aber vielleicht kommt ihr da nochmal an. Und wenn ihr da ankommt, dann könnt ihr hier nochmal drauf zurückgreifen und könnt euch das angucken. Und außerdem habt ihr jetzt eine Antwort, wieso diese Sache mit dem Schuss bei Game of Thrones nicht funktionieren kann, weil wir nämlich nach dieser Rechnung ein paar echte Monster als Menschen, ich gucke euch unbedingt dieses Ding hier an, ein paar echte Monster als Menschen brauchen. Und zwar, wie man sieht, brauchen wir mindestens 14 Mann. Und ich nehme an, das sind sogar eher so 20
28, 30. Ich habe rumgescherzt mit Leuten, die gesagt haben, ja, die sitzen alle unten im Bauch des Schiffes und radeln irgendwie an irgendwelchen Maschinen oder ziehen oder pullen irgendwie Seile wie die Blöden und damit kriegen sie praktisch diese Leistung zusammen, so wie die Seefahrer früher die Segel gehisst haben und praktisch an diesen Seilen dann irgendwie wie die Blöden im Unterdeck geschuftet haben. Und da müssen dann 30 Leute schuften, um diese Skorpion überhaupt zu spannen. Dass das überhaupt nicht möglich ist, auf irgendein uns bekanntes Material irgendwie diese Energie zu speichern in diesen Wurfarmen, in diesen vier Wurfarmen, das ist noch auf einem anderen Tableau, das heißt Tableau, das ist einfach mechanisch nicht möglich. Mit keinem mir bekannten Material ist das möglich, das so zu machen. Das müsste man völlig anders aufziehen. Jedenfalls würde eigentlich jedes Material, das ich kenne, also vielleicht, wenn man es ganz groß macht, viel, viel größer, dann ist es vielleicht möglich, aber wenn es größer wird, dann werden die Eigengeschwindigkeiten des Materials dermaßen groß, dass der Wirkungsgrad runtergeht und dann kommen wir mit dem 14 Mann nicht auf, dann können wir eine Null hinten dran hängen, dann sind es irgendwie eher bei 140 Mann. Man könnte das vielleicht mit modernen Umlenk, also praktisch mit Umlenkrollen, also mit Compound-Systemen, könnte man das machen, damit man dann das Material runterbringt, damit praktisch die Eigenbeschleunigungsmasse geringer ist, damit der Wirkungsgrad dieser Geschichte hochgeht. Das ist möglich, habe ich aber noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass das Ding, was das hier macht, das ist ungefähr das, was diese große Warwick-Schleuder, also praktisch da ist ja so ein Trebuchet, und der schleudert ungefähr vergleichbare Geschosse und die schafft er auf 360 Meter zu schleudern, und das ist schon ziemlich massiv. Das ist deutlich massiver. Das, was wir gesehen haben bei der Schlacht um Winterfell, war abartig. Aber sagen wir, also das ist irgendwie absolut nicht machbar mit Trebuchets oder mit irgendwelchen mittelalterlichen Waffen. Das, was wir dort gesehen haben, wäre vielleicht möglich gewesen mit Kanonen. Also wir haben hier eigentlich die Waffen, die Waffe, die sie hier eingesetzt, diese Skorpion, die sie hier gemacht haben, ist meiner Meinung nach von der Wirkung und von der Bedienung eher im Zweiten Weltkrieg Also sie sitzt im Zweiten Weltkrieg und nicht in der mittelalterlichen Zeit. Das heißt, sie haben definitiv mit einer Zweiten Weltkriegskanone auf Drachen geschossen, und dann ist das irgendwie kein Wunder, dass der Drachen alt aussieht. Nachdem sie es einmal gemacht haben, haben sie genervt, und danach hat das gar nicht mehr funktioniert. Also nach dem Nerf waren sie komplett nutzlos. Und vielleicht wäre es ganz sinnig gewesen, das vielleicht irgendwo in einem sinnvollen Rahmen zu lassen, weil gesagt, diese von mir ausgerechneten oder angenommenen 175 Meter pro Sekunde sind nicht zu machen. Vielleicht wäre das realistisch, wäre überhaupt zu gewesen, vielleicht 75 Meter pro Sekunde, dann gehen die Distanzen gewaltig runter, und vielleicht auch ein bisschen kleinere Bolzen nehmen dafür, damit die Energie, die gewaltige Energie, die hier nötig ist, vielleicht runtergeht, dann also 230 Kilonewton. Kilojoule, das ist, jo. Ja, ich hoffe trotzdem, ihr habt euren Spaß gehabt. Ich pack die Links in die Beschreibung, und ich pack dann eventuell den ganzen Kram auch nochmal auf meinen GitHub drauf und lade den ganzen Kram hoch. Und dann, wenn ich das gemacht habe, kommt das zusätzlich in die Be Beschreibung. In der ersten Version jetzt erstmal nicht, da werde ich nur ein paar Links reinpacken. Gut, wir sehen uns nächstes Mal. Bisschen Lua, ein bisschen zeigen, was los ist, was geht. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Bis dann. Schönes Wochenende.